44 Bands hatten sich beworben, aber nur eine konnte gewinnen. Die Jury hat alles gegeben, mächtig was auf die Ohren bekommen und dann hat sie entschieden, die beste Band Südwestfalens ist Kane aus Menden. 5 Rocker und die wurden von der Nachricht total überrumpelt. Die waren verstreut in ganz Deutschland unterwegs, ließen alles stehen und liegen, setzten sich in die Bahn, Ankunftstagen und wir waren dabei. Sänger, Schlagzeuger, Gitarrist und Keyboarder sind schon da. Gespannt warten sie auf ihren Bassisten, der als Krankenpfleger in Bremen arbeitet. Dann kennt die Freude keine Grenzen mehr. Ich würde sagen, wir haben gewonnen, wa? An ihr Star-Dasein müssen sich die Musiker erst noch gewöhnen. Ja, unbeschreiblich. Kaum zu glauben und immer noch nicht zu greifen. Aber einfach nur geil. Im ersten Übermut spielen Kane ihren Gewinnersong in der Bahnhofshalle. Rückblende, gestern Nachmittag. Nach 4 Stunden, mehr als 50 Liedern und harten Diskussionen steht das Ergebnis fest. Kane, Anders, Kane. The winner is Kane. Sofort informiert die Jury die Gewinner. Ja, hier ist Beate Schmies vom Westdeutschen Rundfunk in Siegen. Guten Tag, Herr Kumpanas. Das war der Hammer. Ich habe es erst gar nicht realisiert. Ich habe gedacht, was? Was? Wow, das war echt der Burner. Wirklich. Ich habe es nicht fassen können. Der Kern der Band Kane, Sänger, Schlagzeuger und Bassist, ist schon seit mehr als 10 Jahren zusammen. In der aktuellen Besetzung spielen sie erst seit 8 Wochen. Die Jury haben Kane mit ihrem originellen Mix aus Rock, Heavy Metal und eingängigen Melodien überzeugt. Wir waren ja auf der Suche nach einer Band, die die Musik spielt, die repräsentativ ist für die Musik, die Jugendliche in Südwestfalen machen. Und das war für uns dann Kane, die das in der bestmöglichen Weise dargestellt haben. Noch arbeiten die Musiker im Alter zwischen 26 und 30 Jahren als Maler, Metallverarbeiter oder Krankenpfleger. Aber natürlich haben Chris und Co. den großen Wunsch. Absolut, das wäre mein größter Traum mit der Band, um die Welt zu reisen, die Leute zu rocken und mein Geld damit zu verdienen. Der Bassist und Gitarrist, die sind vorne in der ersten Reihe und gehen ab wie Sau. Wirklich wie Rampensäue. Die Leute rocken, das werden die Musiker aus Menden Ende Oktober beim Studiofest des WDR in Siegen. Außerdem wird ihre Hitsingle The Way professionell produziert und vermarktet. Kane aus Menden, die beste Band in Südwestfalen. Glückwunsch und geht ganz gut ins Ohr, finde ich. Bin mal gespannt, wie die sich machen beim Studiofest. Die Sonne machte sich heute jedenfalls ganz, ganz klasse. Das war ein Traumtag. Wir können uns noch mal zurücklehnen und die Bilder von Gabi Städtler und Steffi Bayer genießen, gedreht in der Nähe von Hilchenbach-Lützel.